Da stehen wir in der Mitte des Überlandparks. Es geht ein grüner Zug Sateln runter. Man sieht hier die lange Rampe, wo man zu Fuß und mit dem Velo raufkommen kann. Das Gleiche ist nachher wieder auf die andere Seite runter. Grüner Zug Sateln, der Ruf Richtung Schwammendinger Platz. Die Orientierung ist auf dem Überlandpark wichtig. Man muss sich vorstellen, man kann mit dem 7er Tram am HB einsteigen, kommt unten in der Haltestelle Überlandpark an, geht nachher mit dem Lift da rauf in den Park und muss sich zuerst mal orientieren. Durch das haben wir hier verschiedene Orte geschaffen. Wir stehen jetzt hier bei der Sateln-Terrasse. Es gibt einen so Wegstein, wo man hier sieht, wo man ist. Und gleichzeitig wird es hier noch angeschrieben werden, damit man sieht, da vorne geht es in Schöneich, in diese Richtung geht es dann Richtung WC, Zürich WC, damit man sich hier oben orientieren kann. Hier sehen wir jetzt schon recht weit, wie der Park ist. Also man hat einerseits da vorne den Hauptweg, es wird einen Kiesweg geben. Und andererseits hat es aber immer wieder auf der Parkanlage so Nebenwege, wo man kann spazieren kann. Hier zum Beispiel, wo die Fundamente sind, wird es nachher Sitzbänkchen geben. Weiter vorne kommen die Wege dann wieder zusammen. Es ist so, dass man hier oben spazieren kann, durchjoggen. Man kann aber auch mit dem Velo rauf. Die schnell werden fahren mit dem Velo, die werden seitlich auf den beiden Fugenwegen fahren. Und hier oben ist es mehr so ein Miteinander, also sprich ein Velospazieren oder wenn die Kinder mal mit dem Velo hier rauf wollen. Aber die schnell mit dem Velo unterwegs sind, die werden unten auf den Fugenweg einen Kilometer lang einfach an diesem Überlandpark vorbeifräsen können.